Ein schwieriger Schauspieler, eine Stelzmücke. Sie sind ganz ähnlich wie die Schnaken. Es ist eine uralte Spezies. Nach fossilen Funden haben sie geschätzt, sie sind etwa ca. 220 Millionen Jahre alt. Eine sehr lange Lebensdauer, he? Ja. Und sie saugen kein Blut, sie ernähren sich von Pflanzensaft. Und hier sind wir bei unseren schon fast Stammgästen, unseren Haubentauchern. Hier sehen wir wieder einen Versuch für eine Paarung. Sie zeigt mit dem Kopf nach unten, ganz flach, also sie wäre bereit. Er überlegt, sie, ja, will sie einen Angriff starten? Aber nein, das stimmt nicht, die Haube ist nicht aufgestellt. Und der Schnabel ist nicht halb im Wasser. Jetzt schaut er sicherheitshalber noch auf der anderen Seite nach. Aber hier sieht es genau gleich aus. Also, was sagen meine Gene? Er muss sich schon einen Moment überlegen. Ja, ja. Er will da gar keinen Fehler machen. Ne? Ja. Wow! Sieg! Er ist ein Held. Er hat es verstanden. Und zack, der Rest ins Genick. Ja, sie sagt, das ist okay. Hat geklappt. Wie wissen die das? Keine so schnell. Vielleicht ist sie einfach froh, dass es vorbei ist. Und hier, das ist unser Liebling mit den sehr langen Stöcken. Er hat immer die Größen. Ja, er will das Nest befestigen. Ja, ja. Extrem, diese lange. Ah, und sie dreht, sie hat schon Eier gelegt und jetzt dreht sie sie. Ja. Ja, sehr sorgfältig drehen. Nicht hineinstechen. Und er hat wieder nichts verstanden. Er kommt mit frischen Leintüchern. Ja. Ich glaube, sie legen viel 2 bis 3 Eier, oder? Ja, so etwas. Und das hier, das haben sie ja beim Balzen schon geübt. Ja? Sie sitzt auf dem Nest, brütet, schläft und er muss dabei bleiben. Also er darf ist auf keinen Fall einer fremden Dame hinterher. Das wurde beim Balzen schon so eintrainiert. Ja, aber ich glaube, sie wechseln sich ab oder beim Brüten. Ja. Hier eine Libelle. Bei der Paarung, das war eine Libelle bei der Paarung. Unglaublich. Er frisst unsere zukünftigen Schauspieler. Genau. Sie fressen noch ab und zu Insekten. Ja. Käfer oder Wanzen. Oh, unsere Schauspieler. Aber er hat Mühe, diese Libelle zu fressen. Ja, sie ist sperrig, sagen wir auch. Ja. Sagt man das in Deutsch? Weiß ich nicht. Vielleicht schmeckt sie nicht so gut. Doch, doch, er kann sie nur nicht runterwürgen. Oh, schon wieder. Diese zwei hier, die haben einen Streit. Warum, weiß ich nicht. Aber man sieht sehr gut, wie sie die Flügel so halb aufstellen. Das ist wahrscheinlich ein Revierkampf. Ja.
Aber sie greifen sich nicht an, sie drohen sich nur gegenseitig und schon beendet. Ja, und er hier? Oh. Schau, sie haben schon, die Jungen sind geschlüpft. Ja. Und jetzt hat er einen kleinen Fisch gebracht. Und er schaut sehr interessiert, ob sie den Fisch annehmen. Und etwas später sind sie dann zu uns gekommen. Wir waren vorne auf einem Steg. Ein Steg, ja. Und wir haben sie dann natürlich lange beobachtet und vielleicht haben sie uns erkannt. Jedenfalls sind sie zu uns gekommen, um ihre Jungen zu zeigen. Ganz stolz. Ja, ja, stolze Eltern. Zwei Stück. Ganz nah, etwa 2 Meter von ja, uns ja, weg. Ja, das war Sinn. Und wir haben sie natürlich gelobt. Da, der zweite U-Boot-Fahrer hinten. Der blinde Passagier oder so. Ai, jetzt ist er runtergefallen, der Kleine da. Er möchte in die Wärme. Das Mami muss dagegen paddeln, damit er einsteigen kann. Ja. Die sind süß, die Kleinen. Ja, ja. Auch sehr modisch mit den Streifen, oder? Mhm. Das ist der letzte Haubentaucherschrei, glaube ich. Also, jetzt hat er ein Insekt erhalten. Ja. So, Mama und Kind. Ganz stolz. Ja. Und sie haben uns auch sehr lange präsentiert. Hier sehen wir den Papa, er ist beim Fischen. Also er schwimmt oben, Kopf nach unten, schauen, was es da unten alles so gibt. Der große Jagdausflug. Ja. Und zack, jetzt hat er irgendetwas gesehen. Das war nichts. Nochmals. Ja, und schließlich hat er da einen kleinen Fisch. Und der wird es dem Jungen, dem Kleinen, dargereicht. Aber der kleine Fisch ist für das Junge immer noch zu groß. Und so sehen müde Kinder aus. Die Mama fragt mit dem Schnabel nach hinten, hast du Hunger? Und er meint, er ist schon müde. Ja. Sie haben schon eine lustige Zeichnung. Er ist ja so müde. Ja. Es ist erstaunlich eigentlich, dass wir gähnen, wenn wir müde sind, und sie auch. Das muss irgendetwas Genetisches sein. Ne? Ja. Und da vorne gibt es ein Bacherei. Jetzt ist der Kleine verunsichert. Er ist sehr neugierig. Was ist da los? Noch der Schauen. Der zweite kommt auch. Aha. Da ist offensichtlich eine Gefahr, weil beide Kinder sind jetzt bei der Mutter. Und der Papa wurde freigestellt. Hier sehen wir, es gibt ein kleines Problem mit einem anderen Haubentaucher. Das ist sein Revier. Er hat da hinten auch eine kleine Familie, das heißt, seine Dame brütet. Und jetzt zeigt er unseren zwei hier, das ist mein Revier. Hier werde ich meine Nahrung suchen. Und er zeigt auch, er taucht ab, aber schwimmt immer von ihnen weg. Also er taucht nie bei ihnen nahe auf. Und das heißt, ich suche keinen Kampf, sondern er zeigt nur, das ist mein Revier hier.
aber schon ein ganz großes Trauma. Ja, ja. Die Mama sagt, ich habe Kinder. Du wirst mich nicht begrüßen. Dabei haben sie doch wirklich Platz genug. Ja, das ist riesig. Ja. Also, das ist der größte Binnensee in der Schweiz. Ich denke, ja. Ja. Ah, schließlich wurde der Kampf aufgegeben und die Streiterei. Wir sehen, die Kinder sind wieder verteilt. Papa und Mama haben je eines bei sich. Das bedeutet, es gibt keine Kampfhandlung mehr. Und jetzt suchen sie sich einen anderen Platz. Aber wir sind natürlich stolz und dankbar, dass sie uns ihre Kinder so nah präsentiert haben. Ja, das war sehr schön. Ja. So, das war's. Bis später. Bis dann.